Die HMWS 340 CNCX ist eine 2-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge, die den Arbeitsablauf vollautomatisch steuert. Die Besonderheit an unserer Maschine ist die vollautomatische Gärungsverstellung 60 Grad nach rechts und 45 Grad nach links. Die Bandsäge hat einen Spannbereich von bis zu 350 mm. Die Maschine eignet sich hervorragend für alle Unternehmen, die häufig Bauteile auf Doppelgärung sägen. Durch den Elektromotor, den Frequenzumrichter und das Zahnradgetriebe habe ich eine exakte Positionierung meines Drehtisches für die Winkelverstellung. Hervorzuheben ist hier auch der Hydraulikzylinder, der bei Erreichen seiner Position den Tisch sicher klemmt. Durch die serienmäßige Ausstattung der Druckminderer kann die Spannkraft der Spannzylinder jederzeit erhöht und verringert werden, je nachdem, was für ein Bauteil ich eben gerade bearbeite. Bedient wird die Maschine über die Siemens Simatic-Steuerung. Für den vollautomatischen Arbeitsablauf muss der Anwender lediglich die Längen, die Stückzahl und die Winkel programmieren. Nachdem der Anwender die Parameter eingegeben hat, arbeitet die HMWS 340 das Programm selbstständig ab. Der Vorschub und die Sägebandgeschwindigkeit können an der Maschine über das Display stufenlos eingestellt werden. In der Steuerung sind Zusatzfunktionen integriert, die das Arbeiten produktiver und leichter gestalten. Eines davon ist das ARP-System. Je nach Widerstand wird der Vorschub beim Sägen entweder erhöht oder verringert. Erleichtert wird mir die Arbeit auch durch die Werkstoffbibliothek. Hier muss der Bediener lediglich die Werkstoffparameter eingeben und die Maschine errechnet sich automatisch ihre Geschwindigkeiten. Optional kann eine motorische Spernerbürste angebracht werden, Schnittlinienlaser, Mikrosprühsystem oder auch eine hydraulische Bündelspannvorrichtung. Der Materialvorschub und die Absenkung des Sägerahmens erfolgen jeweils über eine Kugelumlaufspindel. Um die Sicherheit beim automatischen Sägeprozess zu gewährleisten, ist standardmäßig ein Sicherheitszaun im Lieferumfang enthalten.